Hallo und herzlich willkommen aus der Mauerecke in der Nähe von Ulda in Final Fantasy 14. Ich wollte das eigentlich ganz anders sagen, aber irgendwie kam da nur Scheiß bei raus. So, beim letzten Mal sind wir tatsächlich doch Level 21 geworden. Wir mag es glauben. Achso, das ist ja hier dieses Sprint. Wo ist mein Sprint? Da ist mein Sprint. Jetzt muss ich hier aber einmal... Einmal muss ich jetzt hier aber hier. So. Das ist nämlich ein zweiter Sprint. Der aber nur außerhalb des Kampfes funktioniert. Ja, beim letzten Mal haben wir die Kupferglockenmine gemacht. Eine meiner Hass-Inis. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht erwähnt. Aber wir geben die Quest jetzt einmal ab. Und da wir außer dem Gladiator, die muss ich noch weiter leveln, und alles andere jetzt über 17 haben, werden wir mit dem Schurken natürlich die Quest abgeben, damit auch das Schurke weiter mitlevelt. Ich denke, für euch ist schon so ein kleines Muster ersichtlich, wie wir leveln. Und zwar habe ich mir jetzt doch dazu entschieden, gut, Faustkämpfer, Taumaturg und Gladiator werden unsere Ausweichklasse später. Also Gladi werde ich definitiv noch hochkriegen. Den werde ich dann für mich privat erstmal hochleveln. Alle anderen Klassen werden wir aktiv spielen. Also Hermetiker, Weitläufer, Froko und Pignier und Druide. Hermetiker, Weitläufer, Froko, Pignier und Druide. Ich weiß nicht, ob ich den Tomatok genannt habe. Wenn, der ist raus. No. Wie gesagt, raus komplett erstmal sind Marodeur und Faust. Doch, Marodeur und Faustkämpfer. Den Faustkämpfer werde ich noch auf 15 leveln, genauso wie Taumaturg. Taumaturg und Gladiator werde ich dann noch einzeln hochleveln. Also nur, damit ihr es ungefähr wisst. Bald stehen auch wieder Klassenquests an, sobald wir alle auf 20 haben, die wir halt gelevelt haben wollen. Abgesehen vom Gladi, den werden wir dann natürlich noch nachholen. Wie alle anderen Klassen eigentlich auch. Werden wir die Klassenquests dann nachholen. Soweit wir die natürlich machen. Und ja. Nee. So ist der Plan. Der Plan, der Pläne, der Plan. Der Plans, der Pläne. Ne? Und so. Bald mache ich auch den Goldsourcer-Part. Den Goldsourcer-Part werde ich wahrscheinlich mit einem der Nebenklassen machen. Wahrscheinlich, wenn der Parler auf 14 ist. Dann werde ich das mit dem wahrscheinlich durchziehen. Das Goldsourcer-Event. Event. Der Bonuspart. Aber einfach nur Goldsourcer. Den ganzen Tag lang Goldsourcer. Das wird ein sehr langer Part. Und ja, von daher, da dürft ihr dann euch auch schon wieder auf was freuen. Also das Goldsourcer habe ich nicht vergessen. Das werden wir noch machen. Das werde ich dann nächste Woche mal machen. Oh lol. Einzel-Inni. Geil. Naja. Dann gib ihm. Ah, die Befreiung der Kupferglockenmine ist zurückgekehrt. Dank dir können wir den Bergbau in der Mine wieder aufnehmen und oder die nötigen Rohstoffe für den Wiederaufbau liefern. Das gesamte Sultanat steht tief in deiner Schuld. Ich werde Papa Shan die frohe Botschaft persönlich überbringen. Bitte sei du so gut und geh zu Momodi. Sie wird froh sein, dich lebend wiederzusehen und deinen Bericht aus erster Hand zu erfahren. Ah. Du dreckige Diebin, du hast Essen von mir gestohlen. Nein, halt's Maul. Wage es nicht zu lügen. Zu leugnen. Huch. Bitte, Herr, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich habe das Fleisch aus eigener Tasche bezahlt. Ich schwöre es. Du dreister Wurm, wachst du, um mich anzulügen? Flüchtlinge wie du können sich nicht einmal vergammeltes Müllfleisch leisten. Schon gar kein Dodo-Filet. Ich warne dich ein letztes Mal. Rück sofort das Diebesgut raus, sonst werde ich dir das Fell über die Ohren ziehen. Oder du musst deine Schuld auf eine andere Weise begleichen. Wenn du mir zu Dienst bist, vergesse ich vielleicht dein schändliches Verbrechen. Ich bin ja schließlich kein Scheuser.
Was für ein widerlicher Kerl, ey. Nein, ich bin unschuldig. Hilfe! Und die Frau in Unterhose kommt dir zur Hilfe. Bitte, Abenteurerin, ich flehe dich an. Rette mich vor diesem Unhold. Ich schwöre bei dem Grab meiner Mutter, dass ich nichts gestohlen habe. Ich habe lange auf das Fleisch gespart, um meine Kinder einmal ein anständiges Essen zu bieten. Mische ich gefälligst nicht ein, klar? Oder steckst du jetzt schon mit dieser diebischen Hexe unter deiner Decke? Langsam verliere ich die Geduld. Los, Männer, erteilt dem Pack eine ordentliche Tracht Prügel. Juhu. Sehr geil. Party. Party in Ulda. Lol. Huch. Und vor allem das geile Musik aus dem zweiten Teil. Es ist die Kampfmusik aus Teil 2 und das weiß ich dadurch, dass wir das gerade spielen im Stream. Boah, die Musik ist mega. Aber es wird nicht das einzige bekannte Musikstück bleiben. Und tschüss. Das Spiel ist halt beendet. Und jetzt beginnt eigentlich erst der interessantere Teil der Story. Zumindest so langsam. Mir reicht's. Ich mach ne Biege. Bye bye. Hey, was fällt euch ein? Kommt gefälligst sofort zurück. Danke, meine Retterin. Tausend Dank. Ja? Oh ja. Es wird spannend. Das Problem ist, ich muss es selber lesen. Ich hasse es, selber zu lesen. Die Flut an Flüchtlingen reißt einfach nicht ab. Ja, sie alle haben durch die Katastrophe ihre Heimat verloren. Schrecklich, wie viele es sind. Aber seit der Katastrophe sind bereits 5 Jahre vergangen. Warum bessert sich die Lage nicht? Ja, damals wurden riesige Landstriche verwüstet und ganze Siedlungen dem Erdboden gleichgemacht. Vielerorts war die Bevölkerung jeglicher Lebensgrundlage beraubt. Bis heute sind viele Böden unfruchtbar, was zu Hungersnöten geführt hat. Da blieb stets den Hartgesottensten keine Wahl, außer ihre Heimat zu verlassen. Und nun suchen sie Zuflucht in den Städten und da hoffen sie einen Neuanfang. Ist die Situation nun nur in Ulda so schlimm oder spielt in den anderen Städten, Stadtstaaten das gleiche ab? Den Gerüchten nach spielen sich überall dieselben Dramen ab. Wobei bestimmt die meisten Flüchtlinge nach Ulda kommen, weil die Stadt als wohlhabend gilt. Die Armen folgen dem Lockruf des Geldes. Wir können einen wirklich leid tun und ich wünsche ihnen von Herzen einen guten Neuanfang. Ich hoffe nur, dass sie unsere friedliche Stadt nicht ins absolute Chaos stürzen. Na, die Messingklingen werden die Lage schon unter Kontrolle halten. Und zur Not kann immer noch die Legion der Unsterblichen eingreifen.
Hat die staatliche Gesellschaft nicht Wichtigeres zu tun? Klar, aber ihr wird womöglich keine Wahl bleiben. Armut und Verzweiflung werden die Flüchtlinge zum Äußersten treiben. Diebstähle sind noch relativ harmlos. Aber wenn sich die Situation nicht bessert, kann es schnell zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen. In Ulda dreht sich nun mal alles um Gold und Gil. Wer nichts hat, ist auch nichts wert. Wie soll das nur enden? Hoffen wir das Beste. Einige Flüchtlinge sind durchaus in der Lage, eine ordentliche Arbeit zu finden und ein anständiges Leben zu führen. Dodo-Filet, herrlich zartes Dodo-Filet, garantiert frisch. Vielen Dank, werte Dame. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Auf den ersten Blick konnte man meinen, dass sich Udo auf einem guten Weg befindet. Aber es gibt auch Schattenseiten. Da war übrigens die angeblich das Fleisch gestohlen hat. Sie hat es tatsächlich legal erworben. Also sie hat nicht gelogen. Weil ansonsten wäre der Händler wohl kaum so freundlich geblieben. Alles in Ordnung? Frau in Unterhose? Willst du dich etwa einem wehrlosen Händler vergreifen? Was? Du willst gesehen haben, wie sie das Fleisch gekauft hat? Das ist so lächerlich. Mitnichten. Ich habe es auch gesehen. Lass die arme Frau in Ruhe, du gierige Halsabschneider. Wer wagt es? Ich hab's gesehen. Ich weiß, wer das ist. Seht ihr da hinten? Wenn das nicht Histola ist. Nun gut, ich werde gnädig über diese Unverfrorenheit hinwegsehen. Doch nur dieses eine Mal. Ich weiß, wer es ist. Ich habe da jemanden gesehen. Wir versetzen was auf. Gesegnet seist du, meine Retterin. Wer weiß, was mir dieser Widerling angetan hätte, wenn du mir nicht geholfen hättest. Gerne doch. Ja, sehr geil. Welche selbstlose Tat. Wunderst du dich, mich hier anzutreffen? Aufzutreffen, genau. Ich muss gestehen, dass ich dich beobachtet habe, seit du in Limsalumense verlassen hast. Wie lese ich denn gerade? Als persönlicher Abgesandte des Admirals hast du gute Arbeit geleistet. Im Angesicht großer Gefahr hast du Geschick und Heldenmut bewiesen. Den Schwachen und Gepeinigten hast du ohne zu zögern geholfen, ohne dafür eine Entlohnung zu erwarten. Nach allem, was ich von dir gesehen und über dich gehört habe, bin ich absolut von deiner Qualitäten als Abenteurerin überzeugt. Vorhin wurdest du von der Situation vielleicht etwas überrumpelt, aber dennoch ist sie dank dir gut ausgegangen. Das spricht sowohl für dein Glück als auch für dein Talent. Und noch etwas. Vorhin hattest du eine Vision, nicht wahr? Fragst du dich, wie es dazu kam? Nun, du besitzt eine besondere Gabe und ich kann dir helfen, sie zu verstehen. Ich kenne jemanden, der über dieselbe Gabe verfügt. Es ist eine gute Freundin, die ich dir gern vorstellen möchte. Oh, bitte nicht. Sie und ich kämpfen für eine gemeinsame Sache, für die wir dich gewinnen möchten. Wenn du dich darauf einlässt, werden wir dich bei deinem weiteren Abenteuer nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Denk darüber nach, aber nicht zu lange. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann sprich mit Momodi im Treibsand. Sie ist eingeweiht und kann dir sagen, wo du uns findest. Unsere Organisation heißt übrigens der Bund der Morgenröte und unsere Zielsetzung ist nichts weniger als die Rettung alles Guten dieser Welt. Und so beginnt es. Das? LOL! Wie lang ist der Sound schon aus? Oh mein Gott. Wie lang ist der Sound schon aus? Weißt du. Ich hoffe, der Sound ist jetzt nicht allzu lange aus. Oh Gott, das tut mir leid. Oh Gott, ich habe das erst jetzt gesehen, dass der Sound aus war. Ach du Kacke, ihr habt die ganze Zeit um meine Stimme gehört. Naja, gut, das Gute war, dass es wurde nicht gesprochen. Das ist das Gute daran. Aber gut, dass ich das noch gesehen habe, bevor die nächste Sequenz kommt. Weil bald kommt nämlich eine gesprochene. Ja, gut, dass ich das gesehen habe. So, ich musste mir einmal ganz kurz meine Hose anziehen. Das ging so sonst nicht. Apropos, warte mal.
Ja, kann das auch für sie jetzt endlich ziehen. Da haben wir hier auch schon ein besseres Gear. Und hallo Momodi. Es geht weiter. Oh Gott, Story geht weiter. Du liebes Lieschen, da hat wohl mal wieder jemand das gesunde Verhältnis von haben und soll nicht verstanden, dass man nämlich besser immer was in der Tasche haben soll. Merkt ihr das, wenn du es in oder zu was bringen willst? Wenn es um Buche und Halsabschneider geht, kannst du dich vertrauensvoll an mich wenden. Ich bin nämlich Spezialistin auf dem Gebiet der Prävention solch unlauter Geschäftspraktiken natürlich. Und bei Liebeskummer leihe ich dir auch gern ein Ohr. Schließlich gibt es keine Beziehung, die Gillen und nicht gekittet hätte. Zumindest für eine Weile, hihi. Übrigens, das ist einer der Anfangssätze, den man hört, wenn man in Ulda anfängt. Da habe ich nämlich herausgefunden, weil ich jetzt privat nochmal in Ulda angefangen hatte. Um so ein bisschen den Gladi zu trainieren. Und das ist der gleiche Satz. Der kommt am Anfang. Den erzählt sie jedem. Wie wäre nichts Besonderes gewesen. Ah, Ash. Stehst du schon lange da? Ich war gerade mit dem Neuankömmling beschäftigt. Verzeih mir, falls du warten musstest. Gut, siehst du aus. Man könnte glatt meinen, du kämst frisch aus dem Urlaub und nicht erst im Kampf gegen fürchterliche Riesen. Mijun hat dich zu viel versprochen. Du bist eine echte Heldin. Papa Shan wird sich ebenfalls über die gute Nachricht freuen. Ach ja, eine Druidin wartet auf dich. Sie möchte unbedingt mit dir reden. Danke, dass du mir deine kostbare Zeit opferst. Ich heiße Edda und ich möchte gerne ein paar Worte an dich richten. Ich war Mitglied einer Abenteurergruppe, zugegeben mit wenig Erfahrung, durch hehren Zielen. Wir hatten uns so viel vorgenommen, aber dann hat es unser Anführer in Gredania erwischt. Wer ist tot? Aber er und ich wollten im Frühling heiraten. Als er noch lebte, hat er einmal mit dir gesprochen. Auch wenn du dich vielleicht nicht mehr daran erinnerst. Die Begegnung mit dir hatte ihn tief beeindruckt und danach hat er ständig davon geschwärmt, was für eine tolle Abenteurerin du bist. Er wollte dir nacheifern, doch dann starb er und ließ mich allein zurück. Danach war ich so verzweifelt, dass ich das Abenteurerleben aufgeben wollte. Doch je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr Bewunderung empfand ich für dich, für deine Taten, deine Persönlichkeit. Das brachte mich dazu, meinen Entschluss zu überdenken. Ich werde in mein Heimatdorf zurückkehren, um dort Tag und Nacht zu trainieren, bis ich eines Tages so stark und geschickt bin wie du. Doch vorher wollte ich dich noch einmal sehen und dich nach deinem Namen fragen. Würdest du ihn mir verraten? Ash? Ash Curran? Ich werde deinen Namen für immer in Ehren halten. Danke, Ash. Ich bete dafür, dass wir uns eines Tages wiedersehen. Lebe wohl. Ehrlich gesagt wollte ich anfangs gar nicht mit euch Abenteurern zu tun haben. Ich dachte, ihr wärt alle grob und dumm und unhöflich. Zum Glück habe ich die Führung der Abenteurergilde trotzdem übernommen. Denn mittlerweile fühle ich mich geehrt, an euren Abenteuern Anteil nehmen zu können. Besonders glücklich bin ich daher, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, Ash. Du interessierst dich für den Bund der Morgenröte? Dann haben sie sich dir also offenbart. Wenn du ihr Angebot in Betracht ziehst, dann werde ich dir verraten, wo du die Mitglieder des Bundes treffen kannst. Sehr gerne. Eigentlich möchte ich mit denen soweit nichts zu tun haben, aber wir haben keine Wahl. Leider. Leider müssen wir damit dennoch so vorlieb nehmen. Ich hoffe, das Zeichen verschwindet da bald mal. Guck gerade mal, 53, 4, 10, 50. Ah, jetzt können wir. Bunte Morgenröte. Oh Gott, irgendwie ist das cool. Es ist einfach, nein, es ist nicht nur irgendwie cool, es ist cool. Du möchtest mehr über den Bund der Morgenröte wissen, Sehr schön. Das zeigt wieder mal, dass du eine richtige Abenteurerin bist. Neugierig und mit Gespür für alles Spannende. Sehr ganz beruhigt. Die Mitglieder des Bundes sind gute Leute. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihr Seher von den Problemen zu befreien, die so dringend auf Lösung warten. Das ist natürlich keine kleine Aufgabe und so suchen sie immer nach fähigen Mitstreitern. Sie haben mich ausdrücklich gebeten, gute Kämpfer zu ihnen zu schicken, wenn mir welche begegnen. Und du bist genauso eine. Ich werde dir sagen, wo sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Aber bitte behalte den Ort für dich. Es liegt in der Bucht des Abendsterns, in Westthalerlan.
Sieh dich dort um und wenn du den Eingang gefunden hast, biete einfach deine Dienste an. Du bist eine Frau mit Köpfchen und Talent und solltest deine Fähigkeiten dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Ich hoffe natürlich, dass du mich darüber nicht völlig vergisst. Schau doch ab und zu vorbei und erzähl mir, wie es dir in der Zwischenzeit ergangen ist. Ja, das bedeutet für uns, wir dürfen einmal. Huch, nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nun wirklich nicht. Teleport. Einmal nach Horizont. Da müssen wir nämlich einmal hin. Ich hoffe echt, dass der Sound nicht zu lange aus war. Also bei den ersten Parts vorhin muss er eigentlich angewiesen sein. Kann sein, dass es vielleicht ein, zwei Parts ohne Sound war. Naja, passiert. Passiert, passiert, passiert. Dam, so. Ja, der Sprint ist leider nur für den Weitläufer zurzeit. Und dann können wir da gerade nichts weiter mit anfangen. Huch. Haben wir das weg? Ah, aber es ist schön. Also jetzt sind wir wirklich so mitten in der Story drin. Jetzt fängt es eigentlich erst richtig an. Zumindest vorerst. Also das richtige, richtige an, der richtige, richtige Anfang kommt eigentlich erst in Heaven's Ward. Finde ich. Bis dahin ist es eigentlich immer nur so ein leichtes Vorgeplänkel, dann mit der kleinen Spannungskurve, dann flaut es ganz gewaltig ab. Eine ganze Zeit lang. Und dann wird es wieder interessant und dann bleibt es auch interessant. Gut, vom Gelesenen weiß ich es natürlich nicht. Das kenne ich nur bis Heavensward und da auch nicht mehr komplett. Hier ist eine blaue Quest, die wir uns unbedingt merken müssen. Die wird ganz wichtig sein. Aber wir machen erstmal Hauptstory. Das Nebengeplänkel machen wir alles gleich. Und hier ist einer meiner Lieblingscharaktere. Tataro! Oh, ich. Weißen Sand zu glühen, da blüht ein Blümchen zart, sich in den Himmel reckend, spürt nicht den Felsen so hart. Gut, ich kann überhaupt nicht singen. Das Blümchen zittert freudig, es schenkt dir mein Herz, wirst du das Blümchen brechen, ach, mach mir keinen Schmerz. Tralalalala, tralalalalala. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich die Stimme beibehalten kann über die Zeit, aber ich versuch's. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich nicht so anschleichen würdest. Du befindest dich in privaten Räumlichkeiten. Was möchtest du hier? Was? Istola hat dich hergeschickt? Sag es doch gleich. Und wie heißt du? Ich weiß nicht, ob ich so bleiben bekannt mit der Piepsigkeit. Eskuren? Eskuren? Ja, du stehst auf der Liste. Ich weiß nicht mehr, ob das gut klingt. Dann herzlich willkommen im Sonnenwind, dem Hauptquartier des Bundes der Morgenröte. Ich bin Tataru, die Rezeptionistin. Unsere tapferen Anführerin ist hinten im Saal der Morgenröte. Ich werde dich gleich ankündigen. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt kommt eine Sequenz. Ah, nee, noch nicht. Gleich erst. Hallo? Lass es mich rein? Ja, jetzt lass es mich rein, okay. Ich wollte gerade sagen, du, hä? Hier musst du da rein? Das geht gar nicht anders. Und noch ist es auch Stufe 14, also eigentlich sollte nichts passieren. Halt! Kein Zutritt! Oh, du bist Ashkura? Verzeihung! Die Anführerin ist bereit, dich zu empfangen. Geh einfach rein! Na, wird geredet? Ah, die Heldin, von der ich schon so viel gehört habe. Freut mich sehr.
Ich bin Minfilia, die Anführerin des Bundes der Morgenröte. Wir haben dich erwartet. Tritt doch näher. Du bist hier unter Freunden. Sicher hast du viele brennende Fragen, aber hab noch einen Moment Geduld. Zuerst möchte ich dir nämlich unseren Bund vorstellen. Wir operieren über die Grenzen der Stadtstaaten hinaus, um unsere Ziele zu erreichen. Uns eint der Glaube an die Zukunft unserer geliebten Heimat Eorzea. Die größte Gefahr sehen wir in den göttlichen Wesen, die Primae genannt werden. Sie stellen eine existenzielle Gefahr für ganz Eorzea dar. Eine Gefahr, die wir möglichst endgültig bannen wollen. Einige von uns verfügen über eine übernatürliche Kraft, die deiner ähnlich ist. Sie äußert sich auf unterschiedliche Weise, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Sag mir, bist du schon mal plötzlich und ohne erkennbaren Grund in eine Art Trance gefallen? Verschiebt sich manchmal deine Wahrnehmung, so als ob du in eine andere Welt übertreten würdest? In solchen Momenten transzendiert dein Bewusstsein tatsächlich geistige Grenzen. Das ist die Kraft, die in dir steckt. Dadurch kannst du zum Beispiel fremde Sprachen intuitiv verstehen und verborgene Gefühle erkennen. Sogar die Grenzen der Zeit kannst du mit deinen Sinnen überschreiten, um Ereignisse zu sehen, die längst vergangen sind. Damit meine ich, dass du selbst an der Vergangenheit anderer teilnimmst. Allerdings kannst du nicht ändern, wie das Geschehen letztlich ausgeht. Diese Gabe ist etwas Wundervolles. Und in dir scheint sie besonders stark ausgeprägt zu sein. Leider können wir sie nicht kontrolliert einsetzen. Ja, auch ich besitze die Gabe, geistige Grenzen zu überwinden. Doch nun zurück zum eigentlichen Anliegen. Um Eorzea zu retten, müssen wir den Primae Einhalt gebieten. Solange sie unsere Existenz bedrohen, wird es in Eorzea keinen Frieden geben. Und gegen sie haben wir nur eine Chance, wenn wir über die Grenzen der Staaten, Völker, Sprachen und Weltanschauungen hinweg zusammenarbeiten. Die Gabe, über die du und ich verfügen, ist der Schlüssel im Kampf gegen die Primae. Wir können sie aufhalten und Eorzea Frieden bringen. Ich weiß nicht, welche persönlichen Ziele du verfolgst, und du musst es mir auch nicht offenlegen. Doch ich glaube fest daran, dass du auserwählt wurdest, etwas Großes zu vollbringen. Warum sonst sollte Heidelin zu dir sprechen und dir ihre Kraft verleihen? Deshalb bitte ich dich. Schließ dich uns an und kämpfe mit uns für Eorzeas Zukunft. Natürlich sollen dir deine Dienste auch vergolten werden. Wir haben einflussreiche Verbündete und ein Wort von uns genügt, um dir so manche Tür zu öffnen. Hast du zum Beispiel schon einen Gehilfen? Nein? Das sind Leute, die dir beim Verwalten von Marktwaren helfen können. Ganz, ganz wichtig für uns. Minfilia, Verzeihung die Störung. Ich habe die Papiere hier schon vorbereitet. Noch etwas, was wir jetzt freigeschalten haben. Und es ist so geil. Vielen Dank, Tataru. Sehr umsichtig von dir. Keine Ursache. Als kleines Zeichen unserer Wertschätzung habe ich veranlasst, dass du die Berechtigung erhältst, Gehilfen anzuheuern. Die Einzelheiten erfährst du von den Zuständigen. Aber sei versichert, dass dir ein Gehilfe das Leben sehr erleichtern wird. Oh ja. Ich wollte es erst nicht glauben.
Du siehst, wir möchten, dass du vom Alltagsding möglichst wenig belangt wirst. Im Gegenzug würden wir uns freuen, wenn du deine außergewöhnlichen Talente in den Dienst unserer Sache stellst. Eine Hand wäscht die andere. Wir können viel für dich tun, Ashcron. Und zusammen können wir noch mehr für Eosea bewirken. Die einfach alle so stehen und mich anstarren, aber nichts sagen. Er so richtig grimmig. Bei ihr weiß man sich, sie guckt irgendwo hier hin. Er, ja gut, man sieht bei ihm sein Gesicht nicht. Ich kenne die ganzen Namen übrigens. Ich sage es aber wohl nicht, wegen Spoiler. Die beiden starren mich an. Sie wahrscheinlich so, oh, endlich ist sie da. Und er nur so, oh, eine neue Frau. Also nicht, ne, oder, er ist der Aufreißer. Das ist das Einzige, was ich sage. Denk darüber nach. Wenn du bereit bist, dich für eine gute Sache einzusetzen, sag es mir. Und damit es keine Missverständnisse gibt, werde ich dir das Passwort verraten, mit dem wir uns im Bund verständigen. Es lautet Wildrose. Träg es dir gut ein. Wildrose ist übrigens auch das Passwort der Rebellen in Teil 2. Zu sehen, gerade erst in meinem Stream. Gerade erst wurde erlebt mit Wildrose. So, Gilfen sind hilfreiche NPCs, die Spieler anheuern können, um Gegenstände und Gil aufzubewahren, Gegenstände zum Verkauf auf dem Markt zu platzieren oder zu Unternehmungen aufzubrechen. Ein Arbeitsvertrag kann von Panel in Gridania, Fritweb in dem Salominsa oder Shashabi in Ueda aufgesetzt werden. Es könnten nicht mehr als 2 Gehilfen angeheuert werden. Gut, aber damit werde ich mich erstmal verabschieden. Wir sehen uns dann hier im nächsten Part wieder und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wir haben jetzt eine ganze Menge Story-Input. Und ja, hier sehen wir übrigens schon den Namen Tancred. Urianger. Er wird übrigens wirklich so ausgesprochen, es hat Ewigkeiten gebraucht, bis ich mir den Namen gemerkt habe. Ich habe immer Urianga gesagt. Er ist aber Urianger. Ida und Papa Limo. Und Philia. Ich kann die Frau nicht ab. Die Gründe werde ich irgendwann erfahren. Die beiden finde ich super. Sind meine Lieblingscharaktere. Sie finde ich auch noch ganz okay. Ihn auch. Ihn nicht. So. Mehr sage ich aber nicht. Und ja, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Also, ciao.